Hallo und willkommen zurück in Eisenbahn-Exe Professional 11. Jo. Wir haben hier das letzte Mal, glaube ich, ein paar Güterzüge hingesetzt. Und ich habe in der Zwischenzeit auch noch eine Idee gefasst. Und zwar... hallo? Einmal bitte in den 2D-Modus hier. EP. Will er mich gerade verarschen? Jetzt geht's. So. Genau, ich wollte für diesen Parcel Intercity mal eben schnell eine Route erstellen. Neue Route wird abgekürzt mit PIC. So. Und dann bleiben wir dann mal bei der Realität. Der hat nämlich höchste Prio. Der hat sogar noch mehr Priorität als der Intercity Express. Und ja, fährt halt im Nachtsprung. Das heißt, späte Abfahrtszeiten, frühe Ankunftszeiten, so. Was ist jetzt hier, was gehört hier dazu? Wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Ich will da eigentlich durch Gleis 1 und 2 durchschicken. Ich weiß generell nicht, warum ich die Güterzüge außenrum schicke, aber... So. Gut. Gute Frage, wie macht man das jetzt am besten? Wie habe ich es denn hier oben gelöst? Über so Dinge. Seine 56. Wo ist es denn? Wo ist das Signal 256? Hier müsste das auch dabei sein. Fahrt. Muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das mache. Was können wir noch machen? Wie ich habe mal wieder ein paar Free-Modelle reingehauen. Ich weiß nicht, werden die unter neue Modelle schon noch angezeigt? Jawohl. Hier so ein paar Wagen. Ob wir die jetzt für die Anlage gebrauchen können, weiß ich nicht. Die Loks hier. Eventuell. Aber unter Immobilien den Kram können wir, glaube ich, gebrauchen. Da ist nämlich ein bisschen was dabei. Hier so ein Haus. Das kann mal hier hin. Da. Ein Gasthaus. Hier vorne. Wobei vielleicht nicht unbedingt dahin. Aber hier von Aldi. Ja,
haben wir es nochmal ohne diesen Vorplatz da. Und das stellen wir einfach mal an die andere Seite. So, mal ein bisschen gedreht. Gericht. Können wir das auch noch irgendwo einbauen. Passt nicht. Wir haben wohl Gleisschilder. Hier haben wir eins für Gleis 1. Das kann natürlich an den Bahnhof. Einmal überarbeiten, was ist hier jetzt die Drehung? Da gehen wir auf 90. So. Ja, am besten setze ich das einfach hier an Lampenmast. So irgendwie. Bisschen höher. Muss nicht. Hier kann noch irgendwie eins ran ans Bahnhofsgebäude. Hier würde ich aber so eins setzen. Da vielleicht und dann. So. Und dann kommt hier noch eins dran. Jetzt weiß ich nicht mehr, was der da hinten für eine Höhe hatte. Das war der falsche. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Relative Höhe. 3,85 Meter sind das, glaube ich. Das war die falsche Achse. So, das war's für Gleis 1. Für Gleis 2 auch. Setze ich jetzt einfach mal hier so rein. Und jetzt kann ich mir die Höhe einfach kopieren. Die ist hier bei 3,92. Das setze ich dann auch wieder hier einen hin.
So. Und hier hinten. Und auch wieder 90. Und einmal. Hallo, lässt du mich das mal? Jetzt lässt das mich wieder selektieren. Einmal hier unter das Dach. Jetzt das gleiche nochmal für Gleis 3. Das wäre ja dann hier. Hier. Jetzt will ich aber gucken, dass das hier an dem Dach halbwegs parallel ist. Sehe ich das andere Ding aber nicht. Da ist es. Billige Idee für. Ich nehme das jetzt gerade einfach mal kurzerhand, ziehe es höher. Dann sehe ich nämlich hier, wo der hängt. So, passt. Der nächste hängt hier. Ich hätte auch eigentlich den Achsenwert einfach kopieren können. Das wäre, glaube ich, noch einfacher gewesen, aber so geht's auch. Oh, das ist so halbwegs okay. Passt. Und hinten noch. Da ist er. Einmal hoch. Drehung. Ja, speichere mal ab. So verschoben hat, weiß ich nicht. Kann man aber einfach wieder dran ziehen. So. Und jetzt ist auch ein Indikator dran, was das jetzt hier für ein Gleis ist. Man könnte es noch weitergehen und hier dann einen Abschnitt dran hängen, aber da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Hier so Wartezonen-Dinger habe ich noch. Aber das war's dann auch schon wieder.
Hauptsächlich ging es mir hier um die Gleisdinger. Und dann muss ich den hier mal. Das ist mir aufgefallen, den muss ich ja eigentlich ziemlich nah da verschieben. So. Und jetzt einmal unter Gleise, also Straßen. Die Gleislücke schließen zwischen hier und hier. Und zwischen hier und hier. Irgendwie sieht das dezent scheiße aus. Ich muss den Bogen ein Stück größer machen. Ja, nicht so. So könnte es gehen. Vorher würde ich dann aber gerne einmal im Rollmaterial Straßenverkehr und wo ist Anhänger? Hier. Den hier. Da hat, glaube ich, sogar eine Achsensteuerung dafür, dass man einstellen kann, was da jetzt reingeladen wird. Das wäre natürlich super. Erde, Mulde, was ist das? So, das war die Bremse. Kippt da ab. Und stützen, wenn man abhängen will. Ach, schade, dass er nur Erde kann. Naja, laden wir Erde drauf. Wird schon keinem auffallen. So. Einfach mal 20 nehmen und gucken, ob er hier vernünftig durchfährt. Und dann würde ich natürlich noch einen Haltpunkt setzen. Biegt hier richtig ein. Ich müsste ihn sogar noch ein Stück in die andere Richtung schieben. Der hängt mit dem Spiegel immer noch da drin. Und den Haltepunkt müsste ich weiter nach vorne setzen. Vielleicht so. Mit den Spiegeln, das nehme ich gerade mal in Kauf. Ja, so ist in Ordnung. Darf der erstmal da stehen bleiben. Ich will mal ein bisschen weiter die Landschaft bemalen, denn das macht doch immer noch mal einiges her. Und zwar Felder, das wäre Erde, wie sieht das Feld aus? Sollten wir jetzt auch aufs Pinseltool wechseln.
Einmal das mit einem relativ großes Feld. So, die Kanten mache ich nochmal mit einem anderen, mit einer kleineren Größe nach, dass sie auch eckig werden. Das hier ist ein eckiges Tool. Kann man wunderbar die Kanten machen. Na gut, hier, das war ein bisschen sehr ungerade. Dann haben wir hier auch wieder ein Feld. Ich nehme einfach die Pinzette hier. Dann sehe ich ja, was das hier für ein Tool ist. Also für eine Bemalung auf dem Boden. Das wollte ich eigentlich nicht. Hier nochmal. Hier und beim Gleis den Schotter, den ziehe ich später nach. Erstmal einfach drüber malen. Felder kann ich da auch noch reinziehen. Hier einmal wieder Rückweg. Einmal will ich hier nämlich ums Feld herumgehen. Da ist ein Platz für Bäume oder ein Weg oder sonst sowas. Einmal. Hier werden die Felder so ein bisschen, damit man hier noch mit dem Weg hochfahren kann. Wobei
Wobei, nee, das mache ich nicht jetzt. Wie sieht denn das Feld aus? Bestimmt noch eine Kategorie. Feld- und Gehwege. Ach so, ja, nee, das nicht. Acker. Dann ziehen wir den Acker noch ein bisschen größer. Für die Anlagenkante muss ich mir mal wieder was überlegen. Dann sind ja auch wieder ein paar Felder dazugekommen. Wobei, die Ecke will ich ein bisschen anders haben. Einmal kantig bitte. So. Ich könnte jetzt im 2D, sofern er ihn lädt, danke. Auch mal eben schnell hier so einblenden. Dann sieht man hier auch, wie das bemalt ist. So zwei größere Felder. Gut, und dann würde ich sagen, dann reicht das auch schon wieder für die Folge. Jetzt habe ich gerade im OBS das Ding verschoben. So. Gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.